Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Ahmed und heute will ich dir zeigen, wie du deine RAW-Entwicklung so bearbeitest, dass du nachher das Maximum aus deiner High-End-Beauty-Retusche rausholen kannst. Die RAW-Entwicklung für eine High-End-Beauty-Retusche unterscheidet sich in vielen Punkten von einer ganz normalen RAW-Entwicklung, deswegen zeige ich dir heute, was du beachten musst, um auch das beste Ergebnis zu erzielen, um das Maximum aus deinen Bildern rauszuholen. Nach dem Intro geht's auch direkt los mit dem Video. Die RAW-Entwicklung an sich für eine Beauty-Retusche ist tatsächlich nicht so kompliziert und auch nicht wirklich zeitaufwendig. Wir machen auch wirklich nur einige kleine Sachen, aber diese sind sehr essentiell für die spätere Bearbeitung in Photoshop. Deswegen nimmst du dir jetzt am besten Stift und Papier, vergisst alles, was du über RAW-Entwicklung weißt und schreibst dir die folgenden und sehr wichtigen Punkte auf. In diesem Fall habe ich mir das Bild von Virginia genommen. Ich werde sie auch unten in der Videobeschreibung verlinken, so dass ihr gerne auch ihr Profil abchecken könnt und ein paar Likes da lassen könnt. Nachdem wir das Bild ausgewählt haben, gehen wir auf Bearbeiten, falls es bei euch auf Deutsch ist. Und wir machen folgendes. Unsere wichtigste Aufgabe nachher in Photoshop wird sein Dodge and Burn. Und Dodge and Burn kann sehr kompliziert sein, wenn wir nicht die richtigen Voreinstellungen in Lightroom oder in einem anderen RAW-Entwicklungsprogramm machen. Hier wollen wir tatsächlich das Bild flacher machen. Ja, ich weiß, wir haben das alle so gelernt, dass wir kontrastreiche Bilder haben wollen, dass wir Schatten und Lichter schön hervorheben wollen, damit das Bild auch dramatischer, knackiger und schärfer aussieht, aber genau diese Punkte werden wir nachher in Photoshop machen und im Lightroom wollen wir das erstmal vermeiden, weil das wird uns nachher dann die Bearbeitung in Photoshop um ein Vielfaches erleichtern. Als allererstes werden wir uns der Temperatur widmen, beziehungsweise dem Weißabgleich. Da werden wir wirklich nur minimal anpassen und versuchen, eine natürliche und schöne Hautfarbe zu bekommen. In dem Fall bin ich schon mit 6700 zufrieden. Ihr habt gesehen, das wurde out of cam schon sehr gut abfotografiert, sodass wir hier nicht viel machen müssen. Es kann sein, dass bei euch mehr gemacht werden muss. Da müsst ihr einfach euer Auge ein bisschen schulen. Ihr müsst ein bisschen Inspiration suchen und dann mit der Zeit werdet ihr auch die richtigen Töne auch sehen und sie auch richtig einstellen können. Das ist auch nur der erste Schritt. Wir werden nachher in Photoshop mit verschiedenen Techniken nochmal Farben perfektionieren, um eine natürliche Haut zu kriegen. Aber für den ersten Schritt wird das ausreichen. Als nächstes werden wir uns das Bild genauer ansehen und schauen uns an, wie hell ist das Bild. Das Bild ist auch sehr gut beleuchtet, deswegen werden wir auch hier nichts machen müssen. Wenn ihr es zu dunkel fotografiert habt, dann werdet ihr natürlich aufhellen müssen, falls es zu hell ist. Einfach immer ein bisschen die Helligkeit reduzieren. Ich würde euch immer empfehlen, out of cam so viel wie möglich richtig zu machen, damit ihr dann nachher nicht so viel Arbeit habt. Und wenn ihr dann irgendwie in eine Richtung steuern solltet, dann empfehle ich immer, vielleicht das Bild ein bisschen unterzubelichten, denn da werdet ihr immer mit eurer Kamera eher die Details drin haben, als wenn ihr das Bild unterbeleuchtet. Dann kann es sein, dass einige Details verschwinden und die könnt ihr dann auch nicht mehr wiederholen. Ich werde dieses Bild von der Belichtung ein bisschen reduzieren, um einfach mehr Struktur zu haben, einfach mehr von den Poren zu sehen, einfach mehr Details zu haben. Kontrast ist genau das, was wir eigentlich hochziehen würden, um einfach mehr Kontrast zu kriegen. Das wollen wir aber nicht. In diesem Fall werden wir den Kontrast minimal reduzieren. Aber auch das machen wir nicht mit dem Kontrastregler, sondern wir werden uns gleich mit anderen Einstellungen beschäftigen. Diese Einstellungen sind Highlights, Shadows, White and Blacks, also Schwarz- und Weißtöne, Schatten und Licht. Wir werden die Highlights minimal reduzieren, sodass wir auch sicher gehen, dass wir hier auch alle Details in diesem Bereich haben. So, in diesem Fall gehen wir hier mit nach unten und das ist, finde ich, gut. Als nächstes werden wir die Schatten aufhellen, um einfach den Kontrast etwas rauszunehmen. Ihr könnt es hier sehen, an dieser Stelle könnt ihr genau sehen, wie die Schatten heller werden und somit reduzieren wir sozusagen diesen Kontrast, was wir ja letztendlich auch mit der Bearbeitung wollen. Dasselbe machen wir jetzt auch mit den Weißtönen. Da werden wir ein bisschen nach unten gehen. Ich würde hier minus 15 nehmen und die Schatten gucken wir einfach in diesen Bereich, werden wir minimal aufhellen. So, das sollte auch reichen. Wenn wir uns jetzt dieses Bild angucken und es eventuell vergleichen, dann werden wir sehen, dass wir hier ein deutlich flacheres Bild haben. Diese hellen Stellen sind deutlich weniger geworden. Die ganzen dunklen Bereiche, die ganzen Schatten,
die sind deutlich aufgehellt und somit haben wir ein kontrastarmeres Bild, was wir tatsächlich auch bezwecken wollen. Den Kontrast werden wir natürlich nachher in der weiteren Bildbearbeitung wieder zurückholen und damit auch die Schärfe und die Knackigkeit des Bildes. Jetzt für den ersten Schritt machen wir das so. Als nächstes, und da müssen wir auch wirklich vorsichtig sein, nehmen wir uns wieder eine Stelle, wo wir sehr gut die Strukturen sehen, werden wir die Texturen ein bisschen anziehen, so dass wir so viel wie möglich an Struktur da haben. Das wird uns nachher dann auch die Schärfe wiedergeben. Hier haben wir auch einen perfekten Vergleich zwischen diesem Bereich und dem. Hier haben wir einfach viel mehr Details und das wird nachher unser Key für ein richtig knackig scharfes Bild sein. Und in diesem Fall sind wir auch tatsächlich fertig und so belassen wir die RAW-Entwicklung. Das war's auch. Und im nächsten Schritt geht's rüber zu Photoshop, wo wir dann alle weiteren Schritte vornehmen, um zu unserem gewünschten High-End-Beauty zu kommen. Also merkt euch diese ganzen Schritte, die sind sehr einfach, aber sehr, sehr wichtig und das werdet ihr dann in den weiteren Videos sehr klar sehen, wieso wir das so gemacht haben und was der Vorteil ist. Und ich freue mich schon auf die nächsten Videos. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu dem ersten Teil, schreibt es bitte in die Kommentare. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, lasst mir einen Daumen da und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Dann verpasst ihr auch die ganze Reihe nicht und dann lernt ihr auch, wie ihr zu einem super Ergebnis am Ende kommt. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Peace!